Hallo ihr Lieben, von mir gibt es heute quasi den zweiten Teil von meinem XXL-Haul vom Juni, Anfang Juli jetzt noch. Und zwar war ich im DM, bei Edeka komme ich immer vorbei, im Aldi war ich auch und bei Amazon hatte ich auch zwei, drei Sachen. Und die möchte ich euch mal zeigen. Ich fange an mit DM, ich habe jetzt so ein bisschen sortiert. Ja, es ist ein Sammelhaul, ne? Dementsprechend ist es ein bisschen mehr. Da habe ich einmal zum Beispiel für meine Katze Dein Bestes diese lilafarbenen Sticks mit Fisch, Seelachsschorle und Katzengras. Meine Katzen sind sehr ja, speziell, was das Fressen angeht. Die mögen eigentlich nur Felix. Und auch bei den Leckerlis ist es ein bisschen schwierig, aber die mögen sie sehr gerne. Habe ich schon mehrmals nachgekauft und da freut sie sich immer, wenn die kommen. Dann habe ich ein paar Masken mitgenommen, zum Beispiel von Balea, die Tuchmaske Copacabana. Die habe ich noch nicht getestet. Kennt ihr die schon? Wie ist die denn? Also ich bin mal gespannt. Jede Haut steht da. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Feuchtigkeit. Ja, riechen soll sie nach Blüten, tropikanischen Blüten. Also da bin ich auch mal gestropischen tropischen Blüten. Also ich bin mal gespannt. Blüten sind an sich ja nicht so mein Ding, aber tropisch finde ich immer ganz schön. Ja, vielleicht ist dann auch ein bisschen fruchtig. Also das ist eine Tuchmaske. Ich weiß nicht, ob es die momentan noch gibt. Das ist diese Crememaske Peach Ice Tea. Die habe ich auch noch nicht getestet, aber die hat mich jetzt einfach, glaube ich, optisch angesprochen, weil die so, ja, ich weiß nicht, ich stehe auf solche glänzenden Sachen, ne? Und ja, Eis. Das klingt für mich frisch und ist bestimmt gut. Bin ich gespannt. Dann habe ich mir mitgenommen von Garnier Ambre Solaire eine After-Sun-Maske. Die hat jetzt 1 Euro gekostet. Das fand ich eigentlich ganz okay vom Preis her. Dachte ich mir, teste ich auch mal. Und die Tuchmaske Kaktus von Balea. Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Kaktus ist ja an sich eine schöne Sache. Die haben ja so einen Speicher für ihr Wasser und da dachte ich mir, es kann ja für die Haut vielleicht auch ganz positiv genutzt werden. Kann man mal testen. Ja, probiere ich mal aus. Die Crememaske hat mir ja nicht so gut gefallen, aber das ist ja jetzt eine Tuchmaske. Vielleicht ist die besser. Eine habe ich noch und zwar eine Feuchtigkeitsmaske, auch von Balea. Hier dasselbe, ne? Dieses Metallic ist halt schon irgendwie schön gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hatte. Ich glaube, die sind auch nur neu aufgelegt, ne? Feuchtigkeitsmaske. Aber ich probiere die mal aus. Feuchtigkeit kann man ja nie genug haben. Dann habe ich von Kneipp ein Frostbeulenbad mitgenommen. Die gehen bei uns raus. Also Glas, Wein ist so noch Winter Edition gewesen. Ich finde, es riecht sehr gut. Und ich werde es ja vermutlich aufheben. Also, ja, aber es schnuppert wirklich nett. Mal sehen, vielleicht benutze ich es auch. Man kann das nicht so genau sagen bei mir. Ich mache das immer sehr nach Stimmung. Dann habe ich von Frosch den Bio-Spiritus. Hatte ich ja in meinem Aufgebraucht euch schon gezeigt. Ich finde den richtig toll. Und den habe ich mir gleich auch nachgeholt. Von Balea dieses Bodyschaum Mousse to Oil habe ich mir mitgenommen. So eins hatte ich schon mal. In einer anderen Verpackung war das damals. Ich meine, es wäre auch ein bisschen größer gewesen. Das ist so ein Bodyschaum, der sich auf der Haut entsprechend verändern soll. Ich habe hier schon mal gecremt vorhin. Der Duft ist sehr schön, sehr leicht, aber angenehm. Schon süßlich, aber nicht zu süß. Ja, gefällt mir sehr gut. Freue ich mich, das mal so komplett zu verwenden. Mal sehen, wie mir es gefällt. Bin ja so ein Schaumfan, ne? Dann habe ich von Lovely den Soft Cleansing Foam mitgenommen. Ich glaube, der geht raus. Ich weiß nicht, ob die Lovely Sachen alle rausgehen, aber den hatte ich schon mal. Ich hatte da mal ein Päckchen gewonnen und fand eigentlich alles sehr schön, hat mir gut gefallen. Ich hatte das Öl, das Cleansing Öl, ich hatte den Foam, ich hatte die Creme und den Toner. Und der Toner, den fand ich sehr gut, die Maske fand ich sehr gut, das fand ich sehr gut und die Creme gefällt mir auch wirklich gut. Und das Öl fand ich auch toll. Also das war alles gut, was ich hatte von denen. Nee, nicht gefallen. Deshalb finde ich es fast ein bisschen schade, dass das rausgeht. Und da habe ich nochmal zugeschlagen jetzt bei dem Reinigungsschaum und bei der Tagescreme. Die hat Lichtschutzfaktor 15, ist von der Konsistenz her schön leicht. Finde ich angenehmer wie meine Balea Q10. Die ist ein bisschen, ja, die
schon so ein bisschen schwerer zu verteilen. Das ist halt Lichtschutzfaktor 30, vielleicht liegt es da dran. Und das hat mir jetzt hier sehr gut gefallen, deshalb habe ich mir die nochmal nachgekauft. Wäre schön, wenn das nochmal käme. Würde ich mich schon freuen. Also ich fand die Sachen alle schön. Dann habe ich von M. Oekal ein paar Zitronenbonbons mitgenommen. Das ist jetzt dann das erste Mal, dass ich von M. Oekal Zitronenbonbons habe oder überhaupt irgendwelche Bonbons. Normal habe ich immer die Kirschen. Ich bin gespannt. Meistens sind so komische Mischungen, ne? Orange, Sandorn oder so, aber wer braucht sowas? Also ich will eigentlich immer pur. Und die habe ich mir auch gleich zweimal mitgenommen, weil ich wohl vergessen hatte, dass ich die schon mal hatte. Aber getestet habe ich sie noch nicht. Die Größe ist halt schön für die Handtasche. Ich habe eigentlich in jeder Tasche ein paar Bonbons drin. Kann ich immer gut brauchen. Also bin ja so eine Naschkatze, ne? Dann habe ich mitgenommen von Sensodyne Repair. Die kosten ja jetzt momentan 4,95 oder so. Normal kosten sie 4,99 oder diese 3% Mehrwertsteuer ist ein bisschen runtergegangen. Es ist schon relativ teuer. Hier kann man im Moment gratis testen, wer das mal ausprobieren will. Also das ist jetzt von dieser Woche bei uns im Markt gewesen. Die werden sicher eine Weile im Regal bleiben. Finde ich eine gute Sache, weil wie gesagt, das ist ja schon relativ teuer. Und wäre ja schön, wenn die einem das Geld irgendwie zurückerstatten. Ich habe mich jetzt nicht großartig mit befasst, aber ich glaube, man muss da wahrscheinlich auch den Bon einscannen und hinschicken und dann bekommt man das Geld zurücküberwiesen. So war es jedenfalls bei Dr. Best. Und wenn ihr da Lust zu habt, könnt ihr ja mal gucken. Dann habe ich zwei Feuchttücher mitgenommen. Einmal von Link mit dieses Basilikum Limette, das finde ich ganz schön. Und das Blaue, die hatte ich jetzt noch nicht, aber ich habe letztens irgendwo gehört, die wären sehr angenehm. Und dachte ich mir, die teste ich auch mal. Ich mag ja diese frischen Düfte. Blau ist meistens so mein Ding. So, was haben wir noch? Detox Cell Repair, noch eine Creme. Die ist, geht auch raus. Die ist runtergesetzt auf 9,95 und ich muss sagen, die Detox-Sachen waren ja alle relativ hochpreisig. Ich habe dieses Fruchtsäure-Peeling, was ich wirklich gut finde. Und ich hatte diese Vitamin C, dieses Vitamin C-Serum, das fand ich auch sehr gut. Und dachte ich mir, könntest du dies ja auch nochmal testen, zumal wenn es jetzt etwas runtergesetzt ist. Ich bin gespannt. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass es rausgeht. Aber naja, ne, öfter mal was Neues. Mal sehen, wie es ist. Dann habe ich mir noch zwei Lippenstifte mitgenommen, zwei Pflegestifte. Einmal von Be Natural, den Coconilla, den liebe ich, den habe ich ja ganz oft, den seht ihr hier öfter mal. Und von Balea diesen Peach Ice Tea, da hat mich einfach die Idee Eistee-Duft angesprochen. Also da bin ich auch mal gespannt, habe ich noch nicht getestet. Was zum Naschen habe ich auch, und zwar mein Sportness Eiweiß Crunchy Riegel, den habe ich gleich fünfmal mitgenommen, ne? Weil ich hatte schon an dem Tag Hunger, sind nur noch vier daheim angekommen. War nach dem Sport und ja, habe ich gedacht, gönn mir mal einen. Und was haben wir noch? Ein Alltime Favorite, Balea Gesichtswasser, kaufe ich mir immer wieder nach. Ich finde es sehr angenehm, weil das einfach verhältnismäßig leicht und soft ist zur Haut. Wie bei dem Reinigungsschaum zum Beispiel, habe ich bei Balea Reinigungsschaum einfach Schwierigkeiten gehabt. Die Haut ist, bei mir brennt dann einfach schnell und von Lovely, das hat gut geklappt, aber der Balea Schaum war nicht so der Brenner. Und hier ist es so, dass das Gesichtswasser klasse ist und ich habe bei anderen Sachen Schwierigkeiten, ne? Also zum Beispiel von Sunsu, dieses Gesichtswasser, das habe ich nicht gut vertragen. Also da tue ich mir schwer, das ist so leicht, da kann man nicht viel verkehrt machen. Und von L'Oreal, das ist auch so ein All-Time-Favorite, kaufe ich immer wieder nach. Nimmt mein Mann sehr gerne. Und last but not least von DM, diese Essence Shine 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 Lipgloss, so ein schöner dunkler Ton. Den habe ich auch heute drauf, wenn ihr seht. Ich habe ihn ein bisschen gemischt, weil er mir doch ein Tick zu dunkel ist. Ich zeige es euch mal. Also er ist schon dunkel. Ne? Ich habe diesen durchsichtigen Schimmer
Lipgloss im Prinzip, der dann so silbrig rauskommt. Den habe ich unten drunter. Dann habe ich davon noch ein bisschen was drüber gegeben und zusammen ergibt es dann dieses Resultat. Ich finde ihn toll, muss ich sagen. Ich finde, die riechen gut. Ich mag das Gefühl auf den Lippen, weil es so frisch ist, irgendwie so ein bisschen plumpingmäßig. Ich finde, den hat man auch relativ lang, also auch den anderen, man hat die auch relativ lange auf den Lippen, was schon erstaunlich ist für so ein Lipgloss, ne? Und ich würde noch viel mehr ausprobieren, wenn die schneller leer gehen würden, ne? Aber man nimmt ja, ich weiß nicht, das sind ja auch alle immer nicht so lang haltbar und man nimmt die immer nur ab und zu und dann gehen sie mir kaputt, das wäre schade. Also ich habe einen roten und ich glaube, der ist ziemlich am Kippen im Moment. Also ich weiß nicht, wie lange ich den noch nehmen kann, weil er so nah an der Nase, da kann man ja auch nichts nehmen, was irgendwie muffelt. Und ja, jetzt habe ich gedacht, ich gönne mir mal wieder einen. Also freue mich sehr und der gefällt mir auch. Ja, und das waren die Sachen von DM und jetzt kommen die Sachen von Aldi. Da habe ich nur zwei Sachen gekauft. Einmal dieses Shampoo. Wer mir auf Instagram folgt, hat es schon gesehen. Ich finde es Bombe. Also ich bin sowas von begeistert von diesem Green Apple. Das ist ein Anti-Schuppen-Shampoo. Es ist sowas von klasse. Die Haare sind luftig, locker und leicht und fetten nicht nach. 3 Tage lang kannst du die haben, ohne dass irgendwie, dass es blöd aussieht. Die Haare riechen ein bisschen, auch am nächsten Tag noch nach diesem frischen Duft. Also nicht übermäßig, aber sie riechen einfach irgendwie frisch. Und die Kopfhaut juckt nicht. Also ich finde es super. Ich habe mir, glaube ich, momentan einen Vorrat von 4 oder 5 dieser Flaschen hier daheim angeschafft. Also die werden eine Weile halten. Die gibt es vom Aldi Süd. Und die sind auch immer sehr ausgesucht. Es gibt wohl 3 verschiedene Sorten. Einmal diese Green Apple, dann gibt es noch was mit Aloe Vera und es gibt noch so ein Standard blaues, einfach mit frischem Duft. Und das Blaue hatten wir auch schon, das war auch ganz okay. Habe ich jetzt aber gar nicht probiert. Ich bin gleich auf das hier abgefahren. Und das Aloe Vera hatte ich noch nicht. Also, aber von den 3 Sorten ist das immer weg, ne? Also die anderen sind wahrscheinlich auch begeistert. Finde ich super. Ich bin ja top des Jahrtausends, glaube ich. Ich hoffe, es bleibt lange im Programm. Wobei ich ja auch jetzt erstmal eine Weile ausgelastet bin. Also ich glaube, ich habe genug. Und ich habe mir auch von Ombra San nochmal diese After Sun Tuchmaske mitgenommen. Die hatte ich auch schon mal und war mega begeistert. Das ist so ein Doppelpack für 2 Euro, glaube ich. Ja, das geht, ne? Die waren richtig gut. Wir waren damals beim Wellness, haben Sauna gemacht und keine Ahnung, Liegewiese, also viel Wasser, Schwimmbad, Chlor und Schwitzen und Waschen. Und das ist halt schon anstrengend, auch für die Haut. Und da habe ich abends nochmal so eine Maske gemacht. Und ich fand, das hat man am nächsten Tag echt auch noch gut gemerkt. Also ich war begeistert und habe mich gefreut, dass ich jetzt dieses Jahr wieder erwischt habe. Ja, das waren die Sachen von Aldi. Dann habe ich bei Edeka nochmal zugeschlagen. Da gab es so einen Doppelpack. Da gibt es ja immer von Paar diese Doppelpacks und ich überlege immer, was kaufst du. Und das ist so ein Standardding, das Coconut Water. Das nehme ich eigentlich immer mal mit, weil das ist mega, ne? Das ist super auch als Badezusatz. Und ich glaube, dass das in der Dusche halt auch richtig gut kommt. Meine Männer mögen es gerne. Ich habe es jetzt in der Dusche noch nicht verwendet. Ich probiere eben noch meine aus im Moment. Ich bin ja froh dadurch, dass wir uns diesen Whirlpool zugelegt haben. Dusche ich natürlich momentan viel mehr. Und jetzt habe ich jede Menge Duschgele, die ich vorher als Badezusatz genommen habe, die ich jetzt durchprobiere, ne? Die will ich jetzt alle mal testen, ob die mir auch in der Dusche gefallen. Und das werde ich demnächst auch mal testen. Aber die riechen gut. Ich mag die total. Genau mein Ding. Dann habe ich noch was mitgenommen. So, dann waren die 13 Minuten schon wieder rum. Dann habe ich noch was mitgenommen und zwar von Ipanema Nights, dieses ja, Fahrduschgel. Das habe ich schon mal und ich finde das ganz gut. Nehme das auch gerne als Badezusatz. Und das habe ich mir jetzt einfach noch mal mitgenommen, weil die waren auf 88 Cent runtergesetzt. Ne? Ja, habe ich zugeschlagen. Und ich habe noch eins, das habe ich vergessen herzunehmen. Das ist so ein. Ah, wie heißt das denn? Mit Hibiskus. Das ist auch toll. Das ist so orange, nur orange. Also hat mir sehr gut gefallen. Nehme ich im Moment gerade unter der Dusche. Das wird sich ja auch irgendwann bei den aufgebrauchten Sachen demnächst dabei sein, weil das gefällt mir so gut. Nehme ich sicher öfter. Also bei denen dann das nächste Mal nochmal gucken. Aber das gefällt mir auch gut. Dann habe ich noch ein
Duschschaum mitgenommen von Elkos. Die sind bei uns schon rausgegangen. Ich bin extra in den anderen Laden in der nächsten Stadt gefahren, habe gedacht, ich guck mal. Also ich bin nicht extra hingefahren, aber als ich dort war, ich dachte, ich guck mal, ob es das bei denen vielleicht noch gibt. Der riecht halt sehr frisch nach Zitrone. Man kann den auch gut als Rasierschaum nehmen. Mache ich auch gerne. Und ja, das hat mir gut gefallen. Den gab es in Zitrone und in Schoko. Und Schoko habe ich noch. Brauche ich aber im Moment nicht. Ich habe eigentlich genug Schokokram und habe mich jetzt gefreut über so ein frisches Zitronending. Wie gesagt, Schaum mag ich ja immer gerne, auch unter der Dusche. Den werde ich jetzt auch demnächst mal unter der Dusche verwenden. Bin froh, dass ich ihn noch mal erwischt habe. Also ich glaube, die gehen raus. Wenn jemand sowas noch will, muss er jetzt gucken gehen bei Edeka. Sonst gibt es die nicht mehr. Also ich glaube, die sind wirklich so die letzten. Dann habe ich noch zwei Masken von Edeka. Drei. Und zwar einmal die Hydro-Tuchmaske. Die kenne ich, glaube ich, noch nicht. Ich meine, ich hätte die schon mal gekauft, aber ich habe sie noch nicht getestet, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich verliere manchmal den Überblick, ne? Die ganzen Masken. Aber ich liebe Masken. Und es ist ein bisschen schwierig im Moment mit dem Duschen. Macht man das nicht so. In der Badewanne ist es einfacher. Also, die werde ich demnächst mal testen. Die hier fand ich super. Habt ihr ja vielleicht in meinem Aufgebraucht gesehen. Bombe habe ich gleich nachgekauft. Und die Reinigungsmaske. Sowas ist halt nicht verkehrt, wenn man das mal daheim hat, wenn die Haut mal wieder spinnt. Da habe ich die von Luvos auch wirklich super gerne. Aber ich denke mir, man kann ja auch mal eine andere Marke probieren. Und so, ihr Lieben, ich muss zum Ende kommen. Die Maske hier habe ich noch gezeigt. Die Kamera ist wegen Überhitzung ausgegangen. Ich habe die noch nicht getestet. Mag die von Luvos ganz gerne. Ich habe gedacht, ich probiere die jetzt auch mal. Bin gespannt, wie die ist. Und freue mich, dass ich die Sachen austesten darf. Die restlichen Sachen zeige ich euch beim nächsten Haul, weil war jetzt doch eine ganze Menge und meine Kamera spinnt heute irgendwie. Naja, es ist auch nicht mehr viel. Gut, dann hoffe ich, ihr habt einen tollen Tag. Falls das Video noch früh genug kommt, vor dem 22. guckt noch mal in meine Verlosung bei dem XXL-Haul vom Rossmann rein. Wenn ihr Lust habt, macht mit, würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen tollen Tag, lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao!